Hörst du im Ei das Küken klopfen? Klopf, klopf. Wie es die harte Schale bricht. Das Ei geht in zwei und das Küken ist frei. Es hat die Enge besiegt. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Ja, das macht uns das Ei zu Ostern klar. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Siehst du im Schnee die Blume blühen? Wie sie die Eiseskälte bricht. Sie wächst und gedeiht nach dem Winter ganz neu. Sie hat die Starre besiegt. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Ja, das macht uns die Osterglocke klar. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Siehst du den Tag am Morgen dämmern? Wenn Licht die Finsternis durchbricht. Die Nacht ist vorbei und die Sonne strahlt neu. Sie hat das Dunkel besiegt. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Ja, das macht uns die Ostersonne klar. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Spürst du die Freude in dir wirbeln? Wie sie die Traurigkeit durchbricht. Die Trauer muss gehen, wenn wir auf Jesus sehen. Der Tod ist durch ihn besiegt. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Ja, das macht uns die Osterfreude klar. Was zu Ostern geschah? Was zu Ostern geschah? Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Was zu Ostern geschah? Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Grab. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb. Neues Leben beginnt, weil er für uns starb.